Ich weiß nicht, ob es das richtige Nebengewerbe für dich ist. Man musste mich zum Essen schleifen. Ich habe vergessen zu duschen. Wie viel Wert hat das für dich, was du tust? Also, ich habe zwei Gedanken. Der erste Gedanke, bevor ich versuche, deine Frage so zu beantworten, wie du es gerne hättest, habe ich noch folgenden Gedanken. Ich bin so ein bisschen bei der Seite, was gerade Bianca schreibt. Ich weiß nicht, ob es das richtige Nebengewerbe für dich ist. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, wenn deine absolute Leidenschaft Social Media ist und für mich wirkt das eher so, du hast Bock, etwas Eigenes aufzubauen, aber wenn du jetzt was anderes finden würdest, würdest du vielleicht das auch machen. Aber du willst was Eigenes haben. Vielleicht geht's dir nicht um die Sache, sondern um Unternehmertum oder um Business, was Eigenes und so weiter. Weil ich versuche gerade zu verstehen, als ich damals nebenbei Photoshop gemacht habe, so, ich bin heimgekommen, ich habe gezittert. Auch wo ich Basketball gespielt habe, ich war so nervös, auch jetzt, wenn ich zocke. Weißt du, es käme niemals, wäre mir in den Sinn gekommen, dass mich irgendwas ablenkt. Man musste mich zum Essen schleifen. Ich habe vergessen zu duschen, weil ich nichts anderes machen wollte als Photoshop. Und wenn du abschweifst und dich ablenken lässt, wie viel Wert hat das für dich, was du tust? Wie kannst du abschweifen von etwas, wovon du besessen bist, was du liebst? So, also das sind gerade so meine Gedanken. Da will ich so ein bisschen in Frage stellen, ob da wirklich vielleicht stimmt das Format noch nicht, wie du es tust. Oder vielleicht kann man die Tätigkeit ändern. Aber wie kannst du von etwas abschweifen, was du absolut liebst? Du kannst, weißt du, hast du schon mal gezockt? Nee. Weißt du, wo du von der Schule, du bist nach Hause gerannt. Weißt du, du hast dich so sehr drauf gefreut. Du hast irgendwas in die Ecke geschmissen, damit du es wieder tun konntest. So. Und so ein Business, finde ich, brauchst du im Nebengewerbe. Wie gesagt, einmal drüber nachdenken über die Worte, das ist nicht das, was man jetzt so vielleicht erhofft, was man hört, aber wenn du etwas richtig liebst, schweifst du nicht ab. Ne, wenn ich jetzt hier was zu tun habe im Alltag, wo ich sage, das ist sinnvoll, aber so richtig Bock, dann nehme ich so viel wahr und dann breche ich wieder ab. Aber wenn ich etwas fresse, inhaliere, heute Morgen habe ich mit Ben Ouattara einen Call gehabt, er sagt zu mir, er hat Timeline-Arbeit gemacht, was auch immer das ist. Und er fragt mich so, was denkst du, wie lange ich das jetzt gemacht habe? Sag ich, ey Ben, so wie ich dich kenne, hast du 4-5 Stunden am Stück nur da drum gehasselt. Dann zeigt er mir mit dem Laptop seine Wohnung. Ich habe ein Bild gemacht. Das kann ich nicht zeigen, weil es wieder so hell ist. Ich habe heute Morgen ein Bild gemacht. Er sagt, er ist seit 28 Stunden wach. Er sagt, willst du mich verarschen? Er sagte, Alter, das Thema, oh, weißt du, wenn du schlafen vergisst, wenn du auf nichts anderes Bock hast, 28 Stunden am Stück, nur diese Timeline. Der hat mir seine Wohnung gezeigt. Ich gehe ihn ja besuchen am Donnerstag, Freitag. Ich sage, bitte lass alles so liegen, nicht aufräumen. Ich will dort vor Ort sein. Überall Zettel. Der ist eskaliert. Ich habe vergessen zu fragen, ob er gegessen hat. So, das ist ein Level. So, also, das ist der erste Gedanke. Thema Fokus. Weil du gesagt hast, auch mit meinem Team, aufschreiben, Deadlines, messbar, trackbar und dann wegrotzen. So. Also wenn du nicht klar aufschreibst mit Deadlines, nicht zu viele To-Dos, so viele kleine To-Dos ist wichtig, damit du siehst, erledigt, erledigt, erledigt. Das heißt, wenn eine Aufgabe 90 Minuten dauert, ich habe manchmal so Leute, die, weiß, die bauen eine Website, brauchen 3 Tage. So. Wie willst du 3 Tage durchziehen, bis du ein Erfolgserlebnis hast? Da fühlst du dich total, das ist viel zu zäh. Oder wenn du was programmierst, dann bitte machst du aus der Aufgabe 17 Unteraufgaben. Und jedes Mal, wenn du drauf drückst, bing, 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 und es hält dich dabei, weißt du, so Erfolgserlebnisse, du fühlst dich produktiv und dann kommst du langsam in den Flow. Das ist wie, wenn du im Basketball anfängst zu treffen, noch ein Treffer, bam, jetzt kommst du vorwärts und dann kriegst du auch mehr Bock. Weißt du, und dann geht's nicht so in diese Trägheit rein. Ja,
Also, weißt du, wie du trackst, wie du deine To-Do-Listen schreibst, ob sie sehr ausführlich sind. Wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen mit Asana, ist ein Statistiktool. Da sehe ich genau, wer wie viele To-Dos hat. Heute Morgen habe ich meinem Sohn gesagt, dass er auf dem letzten Platz ist. Und er so, ja, scheiße, ich weiß, was ich aufschreiben soll. Ja, er hat halt das Thema, mal ein Video zu schneiden. Und dann sitzt er 4 Stunden an einem Video. Während im Office machen die in 4 Stunden 17 Aufgaben, ne, und haben 17 To-Dos erledigt. Das halt, manchmal hat man halt langfristige Projekte und die sind mürbe, die zehn. Weißt du, das ist mental sowas von anstrengend. Und deswegen vielleicht viele kleinere Aufgaben. Also das sind jetzt alles so die Gedanken, die mir dazu einfallen.